룻기 1장 1절부터 6절까지 우리 통역 읽도록 하겠습니다. Rut Kapitel 1 von Vers 1 bis Vers 6 werden wir lesen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Mann seiner Frau Naimi. Seine beiden Söhne aber hießen Mahlon und Kilion. Sie waren Ephraiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naimis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der eine war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Mahlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. 우리 첫 번째 시간에 우리 오영신 목사 말씀 전하면서 이런 이야기를 했습니다. In der ersten Stunde hat der Pastor Yongshin Oh über so etwas gesprochen. 여러분 한국 사람, 중국 사람, 일본 사람을 구별할 줄 아십니까? Können Sie denn einen Chinesen von einem Japaner und einen Japaner von einem Koreaner unterscheiden? 저는 한국에서 왔습니다. Und ich bin auch aus Korea. 지금은 영국에서 살고 있고요. Und momentan lebe ich in London. 얼마 전에 국적이 영국으로 바뀌었습니다. Und kürzlich hat sich auch meine Nationalität auch zu einer englischen geändert. 그래도 아직은 한국이 훨씬 익숙합니다. Aber ich fühle mich immer noch in Korea heim. 여러분 한국 사람, 중국 사람, 일본 사람 어떻게 구별하는지 아세요? Wissen Sie, wie man einen Chinesen und einen Koreaner und Japaner voneinander unterscheidet? 제가 아주 간단한 팁을 가르쳐 드리겠습니다. Ich werde Ihnen einen sehr guten Tipp sagen. 여러분 이 팁을 알게 되시면 여러분도 정확하게 구별할 수 있습니다. Wenn Sie diesen Tipp einmal gehört haben, dann können Sie auch alle voneinander unterscheiden. 너무 심각하게 받아들이지 마세요. Dann nehmen Sie das nicht zu ernst auf. 조크입니다. Es ist einfach ein Scherz. 자, 여러분이 길거리에서 한 아시안을 발견했습니다. So, Sie gehen auf die Straße und sehen einen Asiaten. 근데 이 사람이 아주 돈이 많게 생겼습니다. Wenn er so aussieht, als hätte er sehr viel Geld. 입고 있는 옷도 전부 브랜드고. Und die Kleidung, die er trägt, hat dann eine gewisse Marke. 들고 있는 가방도 아주 브랜드고. Und wenn die Tasche dann auch eine Markentasche ist. 여러분 어느 나라 사람일까요? Woher kommt er dann wohl? No. Nein. 중국 사람입니다. Oh, China. 여러분 요즘 영국이 경기가 안 좋은데요. Und die Wirtschaft in England hat sich verschlechtert. 영국이 경제가 안 좋은 이유 중에 하나가 중국 관광객이 안 들어와서 그렇습니다. Und ein Grund, weshalb sich die Wirtschaft verschlechtert hat, ist, weil keine chinesische Touristen kamen. 항상 런던 센트럴에 가면은 중국사 관광객들이 넘쳐났었는데. Und in der Innenstadt von London wimmelte es nur so von chinesischen Touristen. 지난 2년 동안은 중국 관광객이 전혀 들어오지 않았어요. Aber in den letzten 2 Jahren kamen keine Chinesen als Touristen. 여러분 그 돈이 많은 아시안을 보면 그 사람은 중국 사람이에요. Und wenn Sie einen reichen, wohlhabenden Asiaten sehen, dann ist das ein Chinese. 또 다른 아시안을 하나 발견했습니다. Und Sie haben einen weiteren Asiaten entdeckt. 그런데 이 사람이 아주 똑똑하게 스마트하게 생겼어요. Und wenn diese Person wirklich sehr schlau aussieht. 어느 나라 사람일까요? Woher kommt er dann wohl? 아니에요. Nein. 일본 사람이에요. Er ist dann ein Japaner. 일본 사람도 아주 똑똑해요. Die Japaner sind wirklich sehr schlau. 일본 사람 머리가 아주 좋아요. Und sie sind wirklich sehr auch schlau im Hirn. 자, 근데 여러분 또 길거리에서 한 아시안 남자를 발견했습니다. Und dann entdecken sie einen weiteren asiatischen Mann. 근데 이 남자가 저처럼 아주 핸섬하게 생겼습니다. Aber er sieht dann so schön gut aussehend aus wie ich. 어느 나라 사람일까요? Woher kommt er dann wohl? 예, 저처럼 아주 핸섬하게 생긴 아시안 남자를 발견했다면 Wenn es wirklich ein sehr gut aussehender Mensch ist, wie ich es bin, 그 사람은 틀림없이 Dann ist diese Person aus Korean, Korea. Thank you. Dankeschön. 여러분은 뭔가를 아시는 분들입니다. Ich glaube, dass Sie wirklich sehr weise Menschen sind. 물론 예외는 있습니다. Natürlich gibt es Ausnahmen. 여기를 보세요. Schauen Sie diese Person hier an. 물론 다 일부 다 그렇지는 않습니다. Es ist nicht so, dass alle so sind. 여러분 BTS라는 그 남자 보이밴드 그룹을 아세요? Kennen Sie vielleicht die Boyband-Gruppe BTS?
지금 아주 전 세계에서 가장 인기 있는 이제 그룹인데요. Und das ist die populärste Gruppe weltweit. 한국 남자 7명으로 형성된 이제 보이 그룹입니다. Und es ist eine Jungsgruppe, eine Boyband aus 7 Männern. 사람들은 BTS를 보고 한국 남자들은 다 그렇게 생겼는 줄 압니다. Und die Menschen schauen sich die Mitglieder von BTS an und denken, dass alle Koreaner so aussehen. 근데 이렇게 생긴 사람도 있습니다. Aber es gibt auch Menschen, die so aussehen. 저는 이 룻기를 참 좋아합니다. Und ich mag diesen Stelle in Ruth sehr. 룻기에 대해서 그래서 자주 이야기를 하는데요. Deshalb spreche ich auch des öfteren über Ruth. 한 번은 제 아내가 저에게 그런 이야기를 했습니다. Und eins sagte meine Frau zu mir. 제가 룻기를 너무 자주 이야기하니까. Weil ich so oft über Ruth spreche. 룻이 그렇게 좋으냐? Sagte sie dann, ja, magst du denn Ruth so sehr? 그렇게 좋으면 룻과 같이 가서 살아라. Ja, wenn du die Ruth so sehr magst, kannst du ja zu ihr hingehen. 나도 그렇게 하고 싶다. Ich würde das auch gerne machen. 근데 룻은 나이가 너무 많은 것 같다. Aber ich glaube, dass die Ruth zu alt ist. 아마 몇천 살은 된 것 같습니다. Sie müsste schon um die 1000 Jahre alt sein. 저는 룻기를 참 좋아합니다. Und ich mag wirklich die Stelle hier in Ruth. 이유가 몇 가지 있는데요. Und es gibt einige Gründe dafür. 첫 번째는 아주 짧아요. Der erste Grund ist, weil es sehr kurz ist. 4장밖에 안 돼요. Es sind insgesamt nur 4 Kapitel. 한 권을 다 읽는데 10분이면 끝이 나요. Das heißt, man braucht gerade mal 10 Minuten, um sich alle anzuschauen. 10분이면 성경 한 권을 끝낼 수 있습니다. Das heißt, innerhalb von 10 Minuten kann man ein Buch sich durchlesen. Und das ist wirklich sehr schön. 두 번째 제가 이 룻기를 좋아하는 이유는 Der zweite Grund, weshalb ich das Buch des Ruth mag. 아주 짧은 이야기인데. Es ist zwar eine sehr kurze Geschichte. 그 이야기 속에 우리들을 향한 하나님의 마음이 너무 진하게 들어 있는 거예요. Aber in dieser Geschichte ist der Wille oder ist das Wort Gottes gegenüber uns Menschen. 우리들을 사랑하시고 우리들 삶 가운데 일하고 싶어 하시는 그 하나님의 마음이 룻기 속에 너무 진하게 들어 있는 거예요. Wir können das Herz Gottes gegenüber uns Menschen wirklich dort sehen. 자, 제가 이 룻기 오늘 1장을 읽었잖아요. Und ich habe heute in Ruth Kapitel 1 gelesen. 룻기 1장을 한번 보세요. Ja, wir wollen dann wirklich in Kapitel 1 schauen. 룻기가 어떻게 시작되는지 한번 살펴봅시다. Wir wollen mal schauen, wie es anfing. 자, 베들레헴에 흉년이 들었습니다. Erstmal kam eine Hungersnot in Bethlehem. 자, 엘리멜렉이라는 사람의 가족이 있습니다. Und es gab eine Familie von einem Mann namens Elimelech. 아내가 나오미고 말론 기르온 두 아들 네 명이 한 가족입니다. Also Elimelech Elion und Kilion waren da. 자, 네 명이 한 가족입니다. Ja, Mahlon und Kilion und diese vier waren eine Familie. 자, 베들레헴에 찾아온 흉년을 피해서 모압 땅으로 내려갑니다. Und sie sind von der Hungersnot, welches in Bethlehem heimkam, entwichen und sind nach Moab gezogen. 다른 나라로 이사를 간 거죠. Das heißt, sie sind in ein anderes Land gezogen. 요즘도 다른 나라로 이민을 가는 경우들이 있습니다. Und es kommt immer wieder vor, dass Menschen in ein anderes Land ausziehen. 자, 왜 다른 나라로 옮겨갑니까? Ja, warum zieht man denn in ein anderes Land? 대부분의 경우는 더 나은 삶을 계획하고 더 나은 삶을 위해서 다른 나라로 이민을 갑니다. Ja, der meiste Grund dafür ist, dass weil man ein besseres Leben in diesem Ausland führen möchte. 자, 엘리멜렉도 그 흉년을 피해서 더 나은 삶을 위해서 모압으로 갔을 것입니다. Ja, Elimelech wollte auch dieser Hungersnot ausweichen und ist deshalb nach Moab gezogen. 자, 모압에 가서 약 10년을 거했습니다. Und dort ist er für 10 Jahre lang geblieben. 10년 동안 어떤 일이 일어납니까? Und was sind denn in den 10 Jahren geschehen? 그가 한 번도 생각해 보지 않았던 일들이 지금 이 엘리멜렉의 가족에게 일어나고 있습니다. Es sind seine Familie Dinge geschehen, die er zuvor nicht gesehen hatte. 자, 엘리멜렉이 죽습니다. Ja, Elimelech selbst ist gestorben. 왠지는 모르겠습니다. Warum wissen wir auch nicht? 뭐 교통사고가 났는지. Vielleicht war es ein Unfall. 아니면 뭐 병에 걸렸는지. Oder an einer Krankheit. 이유는 모르겠지만 엘리멜렉이 죽었습니다. Den Grund kennen wir nicht, aber Elimelech ist gestorben. 자, 나오미가 두 아들을 모압 여자와 결혼을 시켰습니다. Oh, Naomi hat dann ihre zwei Söhne mit einer Moabiterin heiraten lassen. 근데 시간이 얼마 지나지 않았는데. Aber kurz darauf 두 아들도 죽어버립니다. Sind auch ihre beiden Söhne gestorben. 말론 기론이 죽었습니다. Also Mahlon und Kilion sind gestorben. 자, 이제 이 집에는 여자들 세 명만 남아 있습니다. Das heißt, in diesem Haus sind es nur noch drei Frauen. 남자들은 다 죽어버렸고. Alle Männer sind gestorben. 자, 엘리멜렉의 가족이 모압으로 내려갈 때에 Und als die Familie von Elimelech nach Moab zog, 한 번도 그들은 이런 것을 기대하지는 않았을 것입니다. Glaube ich, dass sie nicht so etwas erwartet haben. 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 Und in unserem Leben 우리가 한 번도 이런 삶을 계획하는 사람은 없습니다. Würde es keinen Menschen geben, der so etwas im Voraus planen würde. 자, 우리는 행복을 꿈꾸고 Ja, wir träumen von dieser Glück. 더 나은 삶을 꿈꾸고 Wir träumen von einem besseren Leben. 자, 근데 우리가 원치 않는 일들이 우리 삶 속에 일어납니다. Aber es kommt vor, dass Dinge auf uns zustoßen, die wir nicht wollen. 자, 룻기의 시작은 이렇게 시작을 합니다. Und das Buch Ruth fängt so an. 흉년입니다.
mit einer Hungersnot. 죽음입니다. Und danach kommt der Tod. 죽음입니다. Und noch ein weiterer Tod. 죽음입니다. Und wieder ein Tod sucht sie heim. 참 슬픈 단어들이지요. Und das sind wirklich sehr Wörter der Traurigkeit. 자, 듣고 싶지 않은 단어들입니다. Das sind Wörter, die wir nicht gerne hören möchten. 자, 이렇게 룻기는 시작을 합니다. Und so fing das Buch Ruth an. 자, 근데 룻기 마지막을 한번 가봅시다. Aber wenn wir zur letzten Stelle vom Buch Ruth gehen. 자, 4장. In Kapitel 4. 자, 4장 18절 한번 보세요. Kapitel 4 Vers 18. 자, 16절 한번 Vers 16 보겠습니다. Von Vers 16 an. 16절 읽어 주세요. Vers 16. Und Naomi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. 자, 루시 아이를 낳습니다. Ja, Ruth hat ein Kind geboren. 자, 그리고 18절을 보세요. Und wenn wir dann zu Vers 18 gehen. 읽어주세요. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hezron. 19절. Vers 19. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. 20절. Vers 20. Abinadab zeugte Nashon. Nashon zeugte Salmon. 21절. Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed. 마지막절. Und Vers 22. Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. 루키가 어떻게 끝이 나죠? Ja, wie endet denn Ruth? 낳고, 낳고, 낳고. Ja, sie zeugten und zeugten und zeugten. 맞습니까? Stimmt das? 루키는 어떻게 시작을 했습니까? Wie fing nochmal Ruth an? 죽고, 죽고, 죽고. Es fing mit dem Tod, Tod und Tod an. 루키가 어떻게 끝이 났죠? Wie endete aber das Buch Ruth? 낳고 낳고 낳고. Ja, sie gebaren und zeugten und zeugten und zeugten. 여러분 놀랍지 않습니까? Ist das denn nicht erstaunlich? 그럼 루키를 통해서 하나님은 우리에게 뭘 이야기하고 싶은 걸까요? Ja, was möchte denn der Herr durch Ruth uns sagen? 자, 이 사망이 어떻게 생명으로 바뀌느냐는 것입니다. Er möchte zeigen, wie dieser Tod zu diesem Leben umgewandelt wird. 자, 저주가 어떻게 축복으로 바뀌는지 그 과정을 우리에게 가르쳐 주시고 싶은 거예요. Gott möchte uns diesen Prozess zeigen, wie ein Fluch zu einem Segen wird. 여러분, 우리들의 삶에도 나오미의 집안에 일어났던 그런 불행들이 찾아올 때가 많이 있습니다. Und es kann sein, dass in unserem Leben solche Unglücke wie der Naomi zugestoßen sind, auch 자, in unserem Leben zustoßen. 그런 우리들의 삶이 어떻게 바뀌는지 그 비결을 느끼는 우리에게 설명을 하는 것입니다. Und Ruth zeigt uns dann das Geheimnis, wie solch eine Situation sich so ändert. 자, 여러분 우리 한번 생각을 해봅시다. Wir möchten darüber nachdenken. 여러분이 사업을 하는 사람이라면 Und wenn Sie Menschen sind, die ein Geschäft 여러분, 여러분의 사업이 더 잘 되기를 바랄 것입니다. Möchten ja dann, dass Ihr Geschäft besser läuft. 여러분이 아이를 키운다면 Wenn Sie ein Kind aufziehen. 여러분의 아이들이 훌륭하게 되기를 바랄 것입니다. Möchten Sie ja, dass Ihre Kinder irgendwie berühmt werden. 자, 여러분이 사역을 하는 목사님들이라면 Und wenn Sie ein Pastor sind, der gerade missioniert, 여러분의 교회가 여러분이 하는 사역이 점점 더 성장하게 되기를 원할 것입니다. Möchten Sie ja, dass Ihre Mission oder dass Ihre Gemeinde wächst mit der Zeit? 맞습니까? Nicht wahr? 예, 그건 우리 모두가 원하는 것입니다. Und das ist etwas, was wir alle verlangen. 자, 그렇지만 Aber 어떻게 그런 일들이 이루어지는지는 잘 모른다는 거예요. Ja, wie solche Dinge entstehen, wissen wir nicht genau. 자, 내 사업이 잘 되기를 바라고. Ja, wir möchten, dass unser Geschäft besser 내 läuft. 내 사역이 잘 되기를 바라고. Wir möchten, dass unsere Mission besser läuft. 자, 하나님과 내가 더 가까워지기를 바라고. Wir möchten, dass wir näher mit dem Herrn kommen. 자, 우리 가정이 복을 받기를 원하지만. Wir möchten auch, dass unsere Familie gesegnet wird. 어떻게 그런 일들이 실제 내 삶 속에 이루어지는지를 모른다는 거예요. Aber wir wissen nicht, wie solche Dinge in unserem Leben geschehen. 자, 룻기는 그 비결을 우리에게 가르쳐 줍니다. Und Ruth zeigt uns dieses Geheimnis dahinter. 여러분 어렵지 않습니다. Das ist nicht schwer. 아주 단순합니다. Es ist ein sehr simples. 자, 여기를 한번 보세요. Wir möchten dann hier weiterschauen. 자, 이 비결이 뭘까요? Was ist wohl das Geheimnis dahinter? 자, 이게 이제 이스라엘의 지도입니다. Und das ist die Karte von Israel. 나오미 엘리멜렉의 가족이 처음에 어디에 있었죠? Ja, wo lebten die Familie von Elimelech und Naomi zuerst? 베들레헴에 있었습니다. Sie lebten in Bethlehem. 그들은 베들레헴에서 살고 있었습니다. Sie lebten in Bethlehem. 어느 날 흉년을 만납니다. Aber eines Tages trafen sie auf diese Hungersnot. 흉년을 피해서 어디로 내려갑니까? Und der Hungersnot entwichen, wohin zogen sie dann? 모압으로 내려갔습니다. Ja, sie zogen in das Land Moab. 그렇죠? Nicht wahr? 모압에서 어떤 일들이랍니까? Aber was ist denn in Moab geschehen? 죽고 죽고 죽고. Ja, sie starben und starben und starben. 사망의 역사가 일어났습니다. Die Werke des Todes entstanden dort. 10년이 지났습니다. Und nach 10 Jahren 그들은 다시 베들레헴으로 돌아옵니다. Sind sie wieder nach Bethlehem zurückgekehrt?
이게 왜 안 움직이죠? Warum bewegt sich das nicht? 제 리모컨이 말을 안 듣습니다. Ich glaube, dass mein Fernbedienung nicht. 자 다시 베들레헴으로 돌아왔습니다. Ja, sie sind wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. 어떤 일이 일어나죠? Und was ist dort geschehen? 낳고 낳고 낳고. Ja, sie zeugten und zeugten und zeugten. 물론 중간에 여러 일들은 있었습니다. Natürlich gab es mittendrin auch viele verschiedene Dinge. 근데 가장 간단하게 설명을 하면. Aber wenn wir das ganz einfach erklären. 자 축복과 저주를 무엇이 결정지었습니까? Ja, was, wo ist denn diese Grenze zwischen Segen und dem Tod? 생명과 사망을 무엇이 나누었습니까? Ja, was hat denn zwischen diesem Tod und Leben denn eine Grenze gesetzt? 무엇이죠? Was ist es denn? 어디 있느냐? Ja, wo wir gerade uns befinden. 그들이 어디에 있느냐? Ja, abhängig davon, wo sie sich gerade befinden. 자, 하나님은 축복의 장소를 정하셨습니다. Der Herr hat einen Ort entschieden, wo der Segen auf sie kommt. 자, 우리가 그 축복의 장소로 들어가면, wenn wir in diesen Ort hineingehen, wo der Segen da ist, 자, 내가 가지고 있는 능력과 상관없이, dann unabhängig von meinen Fähigkeiten, 자, 내가 가지고 있는 Background와 상관없이, unabhängig von den Fähigkeiten oder Hintergründen, die ich 우리는 habe, 우리는 축복을 받게 됩니다. Können wir nicht anders als gesegnet zu werden? 축복의 장소에 들어가면, weil wir in den Ort des Segens reingehen. 자, 근데 또 저주의 장소가 있다는 거예요. Aber es gibt auch einen Ort, wo es nur diesen Fluch gibt. 아담이 범죄를 했습니다. Adam hat eine Sünde begangen. 자, 그가 선악과를 먹었습니다. Er hat von der Frucht der Kenntnis von Gut und Böse gegessen. 벌거벗은 것을 보고 자기의 부끄러움을 가렸습니다. Und hat sich selbst gesehen, wie er nackt war und hat es bedeckt. 그날 밤 하나님이 그들에게를 찾아오셨습니다. Und an dem Abend suchte der Herr sie auf. 하나님이 아담에게 하신 첫 번째 이야기가 무엇입니까? Was war das allererste, was der Herr zu Adam sagte? Adam, where are you? Ja, wo bist du? 하나님이 아담에게 하신 첫 번째 이야기가 무엇입니까? Das erste, was Gott zu Adam sagte, war, 너 어디 있느냐? Ja, wo bist du? 하나님 아담의 그 장소를 이야기하고 계시는 겁니다. Ja, Gott fragte nach dem Ort, wo Adam gerade ist. 네가 무엇을 했느냐라고 이야기하시기 전에, bevor er fragte, was er getan hat, 너 왜 그렇게 했느냐라고 말씀하시기 전에, bevor er fragte, warum er das getan hat, 하나님은 먼저 네가 지금 어디 있느냐라고 물으십니다. Er fragte Gott als allererstes, wo du gerade bist. 자, 하나님이 지금 아담과 숨바꼭질 하시는 겁니까? Ja, spielt denn gerade Gott mit Adam Verstecken? 하나님 아담 어디 있는지를 모르십니까? Ihr weiß denn Gott nicht, wo Adam sich befindet? 그건 아니잖아요. Das ist es nicht. 아담의 그 육체의 위치를 물으시는 건 아니잖아요. Ja, Gott fragt nicht, wo gerade das Fleisch von Adam sich befindet. 하나님 무엇을 묻고 계시는 겁니까? Was fragt denn Gott? 아담의 마음의 위치를 묻고 계시는 거예요. Ja, wo sich die Position seines Herzens befindet. 그 영혼의 위치를 묻고 계시는 거잖아요. Er fragt nach der Position der Seele. 자, 룻기에서 이야기하는 게 바로 그런 거란 말입니다. Genau das wird auch hier in Ruth so erklärt. 자, 네가 어디에 있느냐? Abhängig davon, wo du gerade bist. 베들레헴에 있느냐? Bist du, ob du in Bethlehem bist? 모압에 있느냐? Oder ob du im Land der Moabiter bist? 여러분, 이건 굉장히 중요한 거예요. Das ist wirklich sehr wichtig. 제가 약 10년 전에 영국으로 왔는데요. Ich bin vor ungefähr 10 Jahren nach England ausgesandt worden. 제가 영국에 와서 깜짝 놀란 게 몇 가지가 있는데. Und es gab einige Dinge, wo ich mich wirklich erschrocken habe, als ich in England war. 첫 번째, 영국 사람 축구를 너무 좋아하는 거예요. Erstens, dass die Engländer Fußball so lieben. 물론 여기 있는 분들 분데스리가 좋아하시지만은. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die hier sitzen, auch die Bundesliga sehr mögen. 영국 사람도 프리미어리그에 미쳤어요. Aber die Menschen in England sind wirklich verrückt nach der Premier League. 여러분 Premier League follow 하세요? Ja, folgen Sie oder schauen Sie sich auch die Spiele der Premier League an? 아니 Bundesliga만 보세요. Oder schauen Sie sich nur die Bundesliga an? 와, 저도 Premier League를 영국에 한 10년 살다 보니까 너무 좋아하게 됐어요. Und in den 10 Jahren, in denen ich in England gelebt habe, fing ich dann auch an, die Premier League zu mögen. 한 번도 mögen. 경기장에 가서 본 적은 없지만. Ich habe mir zwar kein Spiel im Stadion selbst angeschaut. 제 취미 중에 하나가 유튜브에서 프리미어 리그 하이라이트를 보는 거예요. Aber eines meiner Hobbys ist dann auf YouTube sich die Highlights von den Premier League Spielen anzuschauen. 너무 재밌어요. Es ist wirklich sehr spannend. 자, 여러분 프리미어 리그에 몇 개 팀 있는지 아세요? Und wissen Sie, wie viele Gruppen oder Teams es in der Premier League gibt? 20개 팀이 있습니다. Es gibt insgesamt 20 Teams. 분데스리가는 묻지 마세요, 저한테. Fragen Sie mich nicht über die Bundesliga. 저 잘 모릅니다. Ich weiß es denn nicht genau. 프리미어 리그는 20개 팀이 있습니다. In der Premier League gibt es insgesamt 20 Gruppen. 한 시즌에 한 팀이 몇 게임을 할까요? Und wissen Sie, wie viele Spiele in einer Season die Mannschaft spielt?
38게임을 합니다. Sie spielen insgesamt 38 Spiele. 38라운드입니다. Das heißt 38 Runden. 왜 38게임이냐면요. Und weshalb es 38 Runden ist? 20개 팀이 나머지 19개 팀과 한 시즌에 두 번씩 경기를 합니다. Das heißt, ein Team spielt insgesamt zweimal gegen die Mannschaft, gegen die 19 Mannschaften. 한 번은 홈에서 경기를 하고 einmal in ihren eigenen Stadion 한 번은 away 경기를 합니다. Und einmal in dem anderen Stadion. 그래서 19 게임은 홈 게임이고 Das heißt, 19 Spiele sind dann auf ihren eigenen Feld. 19 게임은 이제 away 경기입니다. Und die restlichen 19 sind dann auf den Feldern der anderen. 그래서 38 게임을 합니다. Und deshalb spielen sie insgesamt 38 Spiele. 지금 한 이번 시즌 7, 8라운드 정도가 끝난 것 같습니다. Ich glaube, dass aber diese Season mit 7, 8 Runden dann geendet hat. 여러분 질문 한번 해볼게요. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen. 19게임 홈이고 19게임 어웨이인데요. Also 19 Spiele sind ja auf ihren eigenen Feld und die 19 außerhalb. 언제 더 많이 이길까요? Ja, wo würden Sie denn noch mehr gewinnen? 홈에서 경기할 때, 어웨이에서 할 때. Und würden Sie in ihren, auf ihrem eigenen Feld gewinnen oder auf dem Feld der anderen? 언제 더 많이 이길까요? Ja, wo denken Sie, würden die Mannschaften denn gewinnen? Home. Wer ist dann für Home? Away. Und wer ist dann für Away, für außerhalb? 누가 Away에 손을 드셨어요? Ja, wer hat gerade seine Hand für Away gehoben? 여러분, Away 손 드시면 안 돼요. Ja, Sie dürfen sich nicht für Away die Hand heben. Home에 살 때 훨씬 더 많이 이깁니다. Denn die Mannschaften gewinnen, wenn sie auf ihren eigenen Feld spielen, mehr. 여러분 좀 이상하지 않아요? Ist das denn nicht komisch? 똑같은 선수들이잖아요. Es sind ja dieselben Spieler. 똑같은 매니저잖아요. Und es ist auch derselbe Manager. 자, 똑같은 피치예요. Und es ist dasselbe Feld. 자, 물론 다른 구장들도 여러 번 가서 자주 했기 때문에 익숙해요, 전부 다. 어떤 구장이든지. Und egal auf welchem Stadion es sein mag, weil sie so oft dort waren, sind sie auch dem gewöhnt. 근데 홈에서 하면 훨씬 더 많이 이겨요. Aber wenn sie auf ihren eigenen Feld spielen, gewinnen sie. 특히 우승을 다투는 팀들은 Und die Teams, die dann sich um den ersten Platz streiten. 홈에서는 거의 지지 않아요. Verlieren fast gar nicht auf ihren eigenen Feld. 홈에서 지면 우승하기가 어려워요. Denn wenn sie auf ihren eigenen Feld verlieren, dann ist es schwer für sie zu gewinnen. 분데스리가도 비슷할걸요. Und ich glaube, dass es auch bei der Bundesliga so ist. 왜 그렇죠? Warum ist das so? 이유가 뭡니까? Was ist der Grund dafür? 잘 모르겠어요, 저도. Ich weiß nicht, woran das liegt. 어떤 사람이 이렇게 설명을 해요. Einige Menschen erklären das so. 뭐, 홈 관중들이 많아서 그렇다. Ja, weil es mehr Schauspieler oder Fans auf ihren eigenen Feld gibt. 뭐, 그럴 수도 있을 것 같아요. Es kann vielleicht daran liegen. 뭐, 이유는 잘 모르겠지만. Ja, den Grund kenne ich nicht. 홈에서 하면 훨씬 더 많이 이겨요. 그건 사실이에요. Aber wenn sie auf ihren eigenen Stadion spielen, dann gewinnen sie mehr. 여러분, 이기고 싶습니까? Möchten Sie gewinnen? 이기고 싶어요? Möchten Sie gewinnen? 홈에서 경기를 하세요. Dann müssen Sie auf der Home spielen. Away로 가면 안 돼요. Sie dürfen nicht away weggehen. 자, 축구 질문 하나 더 나갑니다. Ich habe noch eine weitere Fußballfrage. 잉글랜드가 월드컵에서 우승한 적이 있을까요, 없을까요? Hat einmal England den World Cup? Die Weltmeisterschaft gewonnen? England. Hat England jemals mal die Weltmeisterschaft gewonnen? 아, 독일은 많이 했어요. Also Deutschland hat mehrere Male die Weltmeisterschaft. 독일은 gewonnen. 네 번인가 했죠. Ich glaube, dass Deutschland ungefähr 4 Mal die Weltmeisterschaft gewonnen hat. 네 번인가 우승을 했어요. Ich glaube, das sind 4 Mal. 근데 지난번 월드컵 때 Aber bei der letzten Weltmeisterschaft 한국이 독일을 이겼어요. Hat Deutschland Korea hat Korea Deutschland besiegt. 기적이죠. Es ist ein Wunder geschehen. 다시는 안 일어날 일이에요. Es ist ein Wunder, welches nie wieder geschehen wird. 제 평생에 유일하게 한 번 있는 일일 거야. Und das ist ein Sieg, der nur einmal in meinem Leben vorkommen wird. 진짜 기적이었어요, 그거. Es war wirklich ein Wunder gewesen. 저도 그걸 보면서 믿어지지가 않는 거예요. Und als ich das gesehen habe, konnte ich auch meine Augen nicht trauen. 어떻게 독일을 이기지? Wie haben Sie es geschafft, dass Sie Deutschland besiegen? 자, 독일은 여러 번 우승을 했는데. Ja, Deutschland hat mehrere Male gewonnen. 잉글랜드는 월드컵 때 우승을 한 적이 있을까요, 없을까요? Denken Sie, dass England einmal die Weltmeisterschaft gewonnen hat? 있어요. Ja, es gibt einmal. 몇 번? Wann, wie viele Male? 한 번. Einmal nur. 구글해 보세요. 구글은 지 말. 지금 하지 말고. Nicht jetzt, nicht jetzt. 지금 하지 말고. Nicht jetzt. 언제죠? Wann war es gewesen? 1966년. 1966. 영국 사람들은 그날을 잊지 못해요. Und die Engländer können diesen Tag nicht vergessen. 어떻게 우승했는지 아세요? Wissen Sie, wie sie an den Tag gewonnen haben? 그해 월드컵은 잉글랜드에서 열렸어요. Ja, die Weltmeisterschaft fand in diesem Jahr in England statt. 잉글랜드 홈이었어요.
also England, also auf ihren eigenen Feldern. 그래서 지금도 잉글랜드 사람들 믿고 있어요. Und die Engländer glauben immer noch daran. 우리가 다시 월드컵을 하려면, wenn wir nochmal die Weltmeisterschaft gewinnen möchten, 우리가 월드컵을 주최해야 된다. Dann müssen wir die Weltmeisterschaft gewinnen. 없다. Ja, ohne dies können wir nicht gewinnen. 여러분 좀 이상하지 않아요? Ist das denn nicht komisch? 홈에서 경기를 하면 ja, wenn man auf seinen eigenen Feld spielt. 잉글랜드가 홈에서 월드컵을 했을 때 우승을 했어요. Ja, als die Engländer auf ihrer eigenen Home gespielt haben, 그 뒤로 한 번도 우승을 못 했어요. Aber danach haben sie nicht ein einziges 지금까지도요. Mal gewonnen. Bis heute. 자, 홈에서 경기를 하면 훨씬 많이 이겨요. Das heißt, wenn sie auf der Home spielen, dann gewinnen sie öfters. 홈에는 어떤 힘이 있는 것 같아요. Es ist so eine gewisse Kraft, die in dieser Home ist. 눈에는 보이지 않지만 eine Kraft, die wir zwar mit unseren Augen nicht sehen 어떤 können. 어떤 힘이 도와주는 것 같아요. Es ist so, als würde eine gewisse Kraft sie helfen. 여러분, 신앙도 그래요. Und genauso ist das Glaubensleben. 신앙도 베들레헴이 있고 im Glaubensleben gibt es einen Ort namens Bethlehem. 자, 모압이 있다는 거예요. Und dann gibt es auch ein Land der Moabiter. 네가 어디에 있느냐? Abhängig davon, wo du gerade bist. 자, 너의 마음이 어디에 있느냐? Ja, abhängig davon, wo sich dein Herz gerade 자, befindet. 거기에 따라서 결정이 난단 말이야. Abhängig davon wird dann diese Entscheidung getroffen. 제가 몇 년 전에 이스라엘을 갔어요. Und ich war vor einigen Jahren in Israel. 자, 성지순례를 하는데. Und es war dann eine Reise gewesen. 어느 날 가이드가 우리를 이리로 데리고 왔어요. Der Reiseführer hat uns hierhin geführt. 잠깐만 보세요. 잠깐만요. Warten Sie kurz. 자, 여기 데드시 여러분 가보신 분 있으면 손 들어보세요. War einer schon mal am Toten Meer? 어, 여러분 가보셨어요? Oh, Sie waren schon da gewesen. 저는 많이 들어는 봤는데 그때 처음 갔어요. Ich habe zwar viele Male davon gehört, aber zum ersten Mal war ich dort selbst. 여러분 데드시가 뭐냐면요. Und was der Tote Meer ist? 자, 이게 이스라엘 지도예요. Das ist die Karte von Israel. 이스라엘에는 큰 호수가 두 개 있습니다. Und in Israel gibt es zwei große Meere. 저 위에 있는 저 호수를 갈릴리 호수라고 부릅니다. Und den galiläischen See, den Sie oben sehen, ist ja wird galiläischer See genannt. 죄송합니다. 제가 영어로 바꿔 놨어야 되는데 한국말이네요. Entschuldigung, ich hätte es auf Englisch ändern sollen, aber es steht auf Koreanisch. 저게 갈릴리 호수예요. Ja, das ist der galiläische See oder Meer. 베드로가 고기를 잡았던 곳. Das der Ort, wo Petrus fischen gegangen ist. 베드로가 예수님을 만난 곳이에요. Und der Ort, wo Petrus Jesus getroffen hat. 자, 또 저 밑에 호수가 하나 있는데. Und dann gibt es den ein anderes Meer. 저기가 사해예요. Und das ist der Tote Meer. 자, 그 갈릴리 호수와 사해 사이에 강이 흘러요. Und zwischen dem Galiläischen Meer und dem Toten Meer gibt es dann einen Fluss. 그 강이 요단강이에요. Und dieser Fluss ist der Fluss Jordan. 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으신 곳. Der Ort, wo Jesus von den Täufer Johannes getauft wurde. 세례 요한이 사람들에게 세례를 베푼 곳. Und wo der Täufer Johannes die anderen Menschen getauft wurde. 나만 장군이 문둥병을 낫기 위해 들어갔던 곳. Ja, wo der Hauptmann Naaman reingegangen ist, um von seiner Krankheit geheilt zu werden. 자, 근데 저 사해에 저희들을 이제 가이드가 데리고 왔어요. Und der Reiseführer hat uns zu diesem Toten Meer geführt. 여러분, 이 사해는 굉장히 유명해요. Und der Tote Meer ist wirklich sehr berühmt. 다른 어느 바다보다 이 염도, 소금기가 훨씬 높아요. Denn der Salzgehalt in diesem Meer ist viel höher als an anderen Stellen der Welt. 그래서 이 사해는 어떤 물건이든지 띄워요. Deshalb, egal was man in diesen Toten Meer einstellt, hebt es, kommt es zum Vorschein. 어떤 사람이든지 사해에 가면 떠요. Das heißt, alles schwimmt auf diesem Toten Meer. 제가 사해를 제 아내와 같이 갔어요. Und ich bin mit meiner Frau zusammen dorthin gegangen. 제 아내는 물을 무서워해요. Und meine Frau fürchtet sich vor Wasser. 50년을 살면서 한 번도 수영을 해본 적이 없어요. Denn in ihren 15 Jahren hat sie nicht ein einziges Mal geschwommen. 물을 무서워해요. Weil sie Angst vor Wasser hat. 무릎이 넘는 물 높이에 들어가 본 적이 없어요. Sie war noch nie in ein Wasser reingegangen, welches höher als über ihr Knie ging. 근데 우리가 사해에 갔잖아요. Aber wir sind ja an den Toten Meer gegangen. 제가 이야기를 했어요. Und ich habe ihr dann gesagt, 여보 들어와 봐. Schatz, komm mal rein. 여기는 사해야. Hier, das ist der Tote Meer. 사해야. Das ist der Tote Meer. 당신도 뜰 수 있어. Ja, Schatz, du wirst auch hier schwimmen. 제 아내는 한 번도 물에서 떠본 적이 없어요. Denn sie ist noch nie ein einziges Mal auf dem Meer geschwommen. 제가 들어와 봐. Oder im Wasser geschwommen. Ich sagte dann, Schatz, komm rein. 싫어. Sie sagte, nein. 무서워. Ich habe Angst. 괜찮아. Ich sagte, alles in Ordnung. 내가 도와줄게. Ich werde dir helfen. 들어와 봐. Komm rein. 제가 아내를 설득을 해서 제 아내가 사이에 들어왔어요. Ich habe dann meine Frau überredet und sie ist dann reingekommen. 제가 이야기를 했어요.
ich habe ihr dann erzählt. 자, 뒤로 누워봐. Schatz, leg dich mal nach hinten. 안 돼. Nein. 무서워. Oh, ich habe Angst. 아니, 누워봐. Ein Schatz, leg dich mal hin. 내가 잡아줄게. Ich werde dich festhalten. Oh, 물에 빠지면 어떡해. Aber was, wenn ich ins Wasser reinfalle? 여기는 사해야. Das ist der Tote Meer. 사해야. Das ist der Tote Meer. 뜰 수 있어. Hier wirst du auch schwimmen können. 정말이야. Stimmt das wirklich? 누워봐. Ja, komm rein. 제 아내가 조심스럽게 뒤에 눕는 거예요. Meine Frau hat sich dann vorsichtig hingelegt. 제가 제 아내를 잡아쳤어요. Ich habe dann meine Frau auch festgehalten. 이제 사람은 누우면 머리가 제일 무겁거든요. Und wenn der Mensch sich hinlegt, der Kopf ist ja der Teil, wo, welches am schwersten ist. 그럼 머리가 제일 먼저 빠져요. Deshalb fällt der Kopf als erstes ins Wasser. 제가 머리를 딱 잡았어요. Ich habe dann ihren Kopf festgehalten. 제가 머리를 딱 잡았어요. Ich habe ihr Kopf festgehalten. 그 제 아내가 뜨는 거예요. Und meine Frau fing dann an zu schwimmen. 제 아내도 당황을 했어요. Und meine Frau war dann auch erschrocken. 한 번도 그런 적이 없었는데. Das war nicht davor ist etwas nicht passiert. 자기가 물에서 뜨는 거예요. Aber sie hat dann gespürt, wie sie selbst im Wasser schwamm. 본인도 너무 신기해요. Und sie war dann selbst erschrocken. 다시 이야기를 했어, 저한테. Ich habe dann ihr wieder gesagt. 여보, Schatz, 그 머리 잡고 있는 손 한번 치워 봐. Ja, mach mal deine Hand weg. 괜찮겠어? Ich sagte dann, ist es in Ordnung für dich? 뭔가 기분이 좋아. Ja, ich glaube, ich fühle mich gerade gut hier. 제가 조심스럽게 머리를 잡고 있던 손을 뗐어요. Und ich habe dann vorsichtig meine Hand dann losgelassen. 어떤 일이 났습니까? Und was ist dann geschehen? 떴어요. Ja, ich schwamm dann alleine. 50년 만에 처음으로. Ja, das erste Mal nach 50 Jahren. 제 아내가 물에서 떴다니까요. Ja, meine Frau schwamm dann auf dem Wasser. 물론 그때부터 지금까지는 또 못 떴어요. Und danach kam so etwas zwar nicht vor. 평생 처음으로. Ihr allererstes Mal. 한 번도 수영을 배워본 적이 없어요. Sie hatte davor noch nie schwimmen gelernt. 한 번도 물에 떠본 적이 없었는데. Und sie ist davor noch nie im Wasser geschwommen. 그날 제 아내가 물에서 떴어요. Aber an dem Tag konnte sie auf dem Meer schwimmen. 제 아내 너무 너무 기분을 좋아하는 거예요. Und meine Frau war dann so glücklich gewesen. 아, 여러분 어떻게 그게 가능하죠? Und wie ist das denn möglich? 사행. Ja, weil es der Tote Meer ist. 뭐라고요? Was ist es nochmal? 사행거예요. Das ist der Tote Meer. 어디에 있느냐? Abhängig davon, wo du gerade bist. 수영을 전혀 못하는 내 아내도. Meine Frau, die noch nie geschwommen ist. 사행가니까. Als sie in das Tote Meer reinging. 물에 뜨는 거예요. Schwebte sie auf dem Wasser. 놀랍지 않습니까? Ist das nicht erstaunlich? 여러분 혹시 수영 못하시는 분 있어요? Gibt es unter Ihnen, die nicht schwimmen können? 수영 한번 해보시고 싶으세요? Oder möchten Sie mindestens einmal schwimmen? 사해로 가세요. Dann gehen Sie einfach in den Toten Meer. 여러분도 떠요. Denn dort schweben Sie auch. 정말이라니까요? Und das ist wirklich so. 여러분 승리하고 싶습니까? Möchten Sie siegreich sein? 여러분 복을 받고 싶습니까? Möchten Sie gesegnet werden? 베들레헴으로 가세요. Gehen Sie nach Bethlehem. 사해로 가세요. Gehen Sie in den Toten Meer. 뭘 이야기하는 겁니까? Über was möchte ich denn etwas? 우리의 몸을 이야기하는 건 아니에요. Ja, was ich sagen möchte ist nicht, dass ich über den Körper etwas sage. 우리의 마음을 이야기하는. Sondern ich möchte über unsere Herzen reden. 우리의 생각을 이야기하는. Über unsere Gedanken. 저는 영국에 오기 전에 캐나다에서 몇 년을 살았어요. Bevor ich nach England gesandt wurde, war ich in Kanada für einige Jahre. 캐나다에 있을 때 저는 별로 훌륭한 목사가 아니었어요. In Kanada war ich nicht so ein hervorragender Pastor. 캐나다에서 약 한 10년 가량을 살았는데요. Und ich habe 10 Jahre lang in Kanada missioniert. 별로 훌륭한 목사가 아니었어요. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht ein so großartiger Pastor. 저는 자주 그런 생각을 했어요. Und ich denke auch des Öfteren darüber nach. 나는 사역의 은사가 없다. Ja, ich habe diesen Segen nicht erhalten. 아, 내가 잘못된 길을 온 것 같아. Oder ich bin einen falschen Weg eingegangen. 아, 그만둬야 되겠다. Ah, vielleicht sollte ich auch jetzt aufhören. 이 길은 나의 길이 아닌 것 같아. Ja, dieser Weg ist nicht ein Weg für mich. 다른 길을 가야 되겠다. Ich sollte einen neuen Weg einschlagen. 저는 그런 생각을 참 자주 했었어요. Ich habe solche Gedanken viele Male gehabt. 이게 사역을 해도 사역이 잘 안 돼요. Ja, auch wenn ich missioniere, lief die Mission nicht gut. 복음을 전해도 사람들이 구원도 잘 안 받고. Und obwohl ich missionierte, sind die Menschen nicht zur Rettung gekommen. 말씀을 전해도 사람들이 뭐 감동을 입거나 변화되는 사람도 별로. Und es gab auch nicht Menschen, die dann das Wort gehört haben und sich verändert haben. 한 명 교회 새로운 사람이 오면 두 명이 떨어져 나가고. Und wenn eine Person neu zur Gemeinde kommt, sind dann zwei aus der Gemeinde rausgegangen. 나는 은사가 없어. Und ich sagte mir, ich habe diese Gnade nicht. 그러면서 내가 그만해야 되겠다. 그런 생각 참 많이 했어. Und ich sagte mir, ich sollte jetzt aufhören mit der Mission. 그러다 어느 날이었어요. Und dann kam der Tag. 그때 이제 미국 LA에 큰 행사가 있었어요. Und es gab eine sehr große Veranstaltung in LA.
근데 이제 그 행사의 강사로 우리 선교회 파운더이신 박옥수 목사님이 오셨어요. Und zu dieser Veranstaltung kam der Gründer unserer Mission, nämlich der Pastor Oksu Park. 제가 이제 그 행사를 참석을 했어요. Und ich nahm an dieser Veranstaltung teil. 그 행사 중간에 한 번은 박옥수 우리 파운더이신 목사님과 우리 미국 캐나다에 있는 여러 목사님들 같이 교제하는 시간이 있었어요. Und mitten in der Veranstaltung gab es dann eine Zeit, wo die Pastoren aus Kanada eine Gemeinschaft mit den Pastor Park hatten. 박 목사님이 저희들을 향하여서 이야기를 하셨어요. Und Pastor Park sagte zu uns, 하나님을 믿는 믿음으로 살지 않는 부분에 대해서. Er hat über diesen Bereich gesprochen, dass sie nicht aus dem Glauben Gottes leben. 그냥 미국이라는 캐나다라는 형편에 젖어서 살아가는 그 모습에 대해서 이야기를 하셨어요. Er hat über das Bild der Menschen gesprochen, die einfach in Kanada eingetaucht sind und dort einfach ihr Leben führen. 제가 이야기를 들어보니까 틀린 말이 하나도 없어요. Und als ich dem zugehört habe, habe ich gemerkt, dass nichts davon falsch war. 목사님 정말 그래요. Und ich sagte, ja, Pastor, es ist wirklich so. 나는 진짜 그래서 이제 그만두려고 해요. Und genau weil das so ist, werde ich jetzt mit der Mission aufhören. 나는 믿음도 없고요. Ich habe keinen Glauben. 나는 잘하는 것도 없고요. Und ich bin auch in keinen Bereichen gut. 저는 더 이상 못할 것 같아요. Und ich glaube, ich werde das weiterhin nicht mehr schaffen. 그렇게 이제 속으로 생각을 하고 있어요. Und so habe ich es mir innerlich gedacht. 근데 박옥수 목사님이 우리들의 믿음 없는 부분을 이야기하시고 Pastor Park sprach über unseren Unglauben an. 그 다음에 다시 질문, 자 이제 어떻게 할 거야? 하고 물으셨어요. Und dann fragte er uns, ja, was wollt ihr denn jetzt machen? 답이 없죠. Ja, ich habe keine Antwort gefunden. 모르겠습니다. Ich weiß es nicht. 모르겠습니다. Ich weiß es nicht. 그러면 내가 시키는 대로 한번 해볼래? Dann wollt ihr dann einfach dem nachhandeln, wie ich es jetzt euch sagen? 박 목사님 저희들이 그렇게 이야기하셨어요. Und Pastor Park sagte uns, 내가 시키는 대로 한번 해볼래. Ja, handelt einfach dem nach, wie ich es jetzt euch sagen werde. 예, 알겠습니다. Ich sagte dann, ja, werden wir machen. 뭘 해볼까요? Und was wollen wir denn jetzt machen? 자, 이 행사가 마치고 너희들이 조금 있으면 집에 돌아가겠지, 며칠 뒤에. Ja, wenn diese Veranstaltung endet, werdet ihr nach einigen Tagen wieder zu euch nach Hause zurückkehren. 그러면 그곳에 가서 가면. Das heißt, wenn ihr jetzt dorthin geht. 한 달 동안. 네 아내와 함께 무전전도 여행을 가라. Ja, geht dann mit eurer Frau für einen Monat auf eine Missionsreise ohne Geld. 한 번도 가보지 않은 새로운 도시에. In eine Stadt, in der ihr zuvor nicht wart. 돈도 크레딧카드도 없이 그냥 하나님만 의지해서 원웨이 티켓만 가지고 가라. Ja, ohne Geld, ohne Kreditkarten und ohne alles sollt ihr einfach nur mit einem Einwegzug hinfahren. 한 달 동안 갔다 와라. Ihr sollt für einen Monat dorthin gehen. 제가 한 달 동안이라는 얘기를 들으니까 기가 막히는 거예요. Und als ich dann dieses Wort ein Monat gehört habe, war ich dann wirklich. 여러분 한 달 동안 돈 없이 살 수 있습니까? Können Sie denn ein Monat ohne Geld leben? 그것도 새로운 도시에서. Und das auch in einer fremden Stadt. 뭐 한 일주일 같으면 어떻게 버텨 보겠는데. Ja, eine Woche könnte man irgendwie noch so schaffen. 한 달 너무 길잖아요. Aber ein Monat ist ja wirklich zu lang. 그 내가 야, 이거 너무한 거 아니야? 그런 생각을 하고 있었어요. Ich sagte mir dann, ja, ist das nicht so unfair von dem Pastor? 박 목사님 다시 이야기하셨어. Dann sprach der Pastor nochmal. 너희들이 가면, wenn ihr hingeht, 반드시 하나님이 도우신다. Wird der Herr euch gewiss helfen. 하나님이 도우시는 걸 경험할 거다. Ja, ihr werdet erleben können, wie der Herr euch hilft. 가라. Geht hin. 자, 가고 싶은 사람 손들어라. Ja, hebt eure Hand, wenn ihr hingehen wollt. 별로 안 가고 싶었는데. Ich wollte nicht hingehen. 제 마음에 이게 마지막 기회라는 생각이 들었어요. Aber in meinem Herzen habe ich das Herz bekommen, dass dies die letzte Gelegenheit ist. 손을 들었어요. Ich habe meine Hand gehoben. 제가 며칠 뒤에 캐나다 밴쿠버로 돌아갔고. Und nach einigen Tagen bin ich dann nach Kanada Vancouver zurückgekehrt. 얼마 후에 며칠 뒤에 에드먼튼이라는 도시로 출발을 했어요. Und einige Tage darauf bin ich dann in eine Stadt namens Edmund. 그때 제가 이제 여기 밴쿠버에 살고 있었거든요. Zu dem Zeitpunkt lebte ich in Vancouver. 근데 이제 거기서 에드먼튼이라는 도시로 제가 이제 무전전도 여행을 갔어요. Und ich bin dann in eine Stadt namens Edmonton auf eine Missionsreise ohne Geld hingegangen. 한 10시간 정도 떨어진 도시. Und es war eine Stadt gewesen, die 10 Stunden entfernt war. 제 아내와 함께 이제 그 길을 간 거예요. Mit meiner Frau zusammen bin ich dann dorthin gefahren. 조금만 들어보세요. Und hören Sie mir noch mal zu. 제가 이제 Greyhound라는 이제 고속버스를 타고요. Und ich bin dann mit einem Bus namens Greyhound gefahren. 에드먼튼에 도착을 했어요. Und bin in Edmonton angekommen. 도착을 했는데. Und als ich dort angekommen bin, 문제는
어디로 가야 될지를 모르겠는 거예요. War das Problem, dass ich nicht wusste, wohin ich hingehen soll. 버스 터미널이 그 에드먼턴 센트럴이었어요. Ja, die Bus, der Bus, welches angekommen war, war die Hauptstadt, war die Central Station von Edmonton. 어디로 가야 될지를 모르겠네. Aber ich wusste nicht, wohin ich hingehen sollte. 어디로 가야 되지? Wohin muss ich hin? 그냥 제 아내와 함께 두덜두덜 걸었어요. Und an dem Tag bin ich einfach mit meiner Frau durch die Stadt gelaufen. 가방을 하나 메고. Mit einer Tasche. 가방을 하나 끌고. Und mit einem Wagen, mit einem, ja. 그냥 에드먼턴 시내를 걷는 거예요. Sind wir dann einfach durch die Stadt gelaufen. 근데 뭐 어디가 어딘지를 모르겠어요. Aber wir wissen ja nicht, was was ist. 날씨도 추운데. Und es war sogar kalt an dem Tag. 걷다가 보니까 옆에 도서관이 하나 나오더라. Und als wir dann gelaufen sind, kam dann eine Bibliothek. 도서관에 들어갔어요. Und wir sind in die Bibliothek reingegangen. 거기 하루 종일 앉아서 성경을 읽었어요. Und wir saßen dort den ganzen Tag und haben die Bibel gelesen. 왜냐면 따뜻하고 좋더라고요. Denn es war wirklich sehr warm und gemütlich dort. 그래서 저녁 한 8시쯤 되니까. Und als es dann 8 Uhr wurde, 그 사람이 직원이 오더니 우리 보고 나가래요. Sagte dann ein Mitarbeiter zu uns, dass sie rausgehen sollen. 그게 자기 문을 닫아야 되니까. Weil sie jetzt die Bibliothek schließen müssen. 제 아내가 나왔어요. Und meine Frau ist rausgegangen. 이제 날은 어두워졌는데. Und der Tag wurde jetzt dunkel. 어디로 가야 될지를 모르겠어. Aber ich wusste nicht, wohin ich hingehen sollte. 어디로 가지? Wohin muss ich hingehen? 오늘 밤 어디서 보내지? Heute Abend, wo muss ich heute Abend schlafen? 여러분 그런 거 해보셨어요? Haben Sie schon mal sich über solche Dinge gesorgt? 여러분 해보셔야 돼. 정말 재밌어요. Ja, das müssen Sie mindestens einmal erleben. Das ist nämlich wirklich sehr 없고, interessant. 갈 데도 없고. Wenn Sie nichts wissen und auch nicht schlafen können. 다시 버스 터미널로 돌아왔어요. Keinen Ort zum Schlafen haben. Ja, wir sind dann wieder zu dieser Busstation zurückgelaufen. 왜냐하면 거기는 24시간 불이 켜져 있잖아요. Denn dort ist das Licht für 24 Stunden an. 이제 제가 버스 터미널에 돌아와서 제 아내에게 이야기를 했어요. Und ich dann ich bin wieder zur Station zurückgekehrt und habe dann mit meiner Frau gesagt. 여기서 기다려라. Ja, warte hier. 여보, 여기는 안전하니까 기다려라. Ja, Schatz, weil es hier sicher ist, kannst du hier warten. 내가 오늘 저녁에 지낼 곳을 내가 찾아보겠다. Ich werde heute nach einem Ort suchen, wo wir schlafen können. 그래서 저 혼자 에드먼턴 시내를 다시 돌았어요. Und ich bin dann wieder in die Innenstadt von Edmonton reingelaufen. 건물은 참 많은데. Und es gab wirklich sehr viele Gebäude. 들어갈 곳은 한 군데도 없어요. Aber es gab keinen einzigen Ort, in den ich reingehen 모든 konnte. 모든 건물이 잠겨 있고. Denn alle Gebäude waren geschlossen. 뭐 갈 데가 아무 데도 없는 거예요. Und es gab auch keinen Ort, an dem ich hingehen konnte. 한 시간을 돌고. Ich bin eine Stunde gelaufen. 다시 돌아왔어요. Und bin wieder zurückgekehrt. 근데 터미널 그 옆에 보니까 호텔이 하나 있더라고. Aber ich habe dann nebenan gesehen, dass dort ein Hotel ist. 호텔에 들어갔어요. Und wir sind ins Hotel reingegangen. 거기 이제 한 여자가 리셉션리스트로 있었어요. Und eine Frau saß dann an der Rezeption. 제가 가서 이야기를 했어요. Ich ging dann zu ihr hin. 아주 겸손한 마음으로. Und mit einem wirklich sehr demütigen Herzen. 아주 겸손한 목소리로. Und mit einer sehr demütigen Stimme. 제가 이야기를 했어요. Habe ich dann sie angesprochen. 아, 나는 오늘 여기 이 도시에 복음을 전하러 왔다. Ah, ich bin heute in diese Stadt gekommen, um zu evangelisieren. 근데 내가 오늘 밤에 지내야 될 곳이 없다. Aber ich habe heute keinen Schlafort. 돈도 없다. Ich habe auch kein Geld. 네가 괜찮으면 나한테 방 하나 줘라. Ja, wenn es Ihnen passt, könnten Sie mir vielleicht einen Raum geben. 정말 간절한 마음으로 이야기를 했어. Und mit einer sehr flehentlichen Herzen habe ich sie angesprochen. 근데 이 여자가 나를 한참 보더니. Die Dame schaute mich für eine Weile an. No. Sie sagte dann nein. 마지막 희망이었는데. Sie war meine letzte Hoffnung gewesen. 알았다. Ich sagte dann ja, okay, ich habe es verstanden. Thank you 하고 돌아서서 나오는 거예요. Und ich habe dann Dankeschön gesagt und bin dann rausgegangen. 근데 그 여자가 뒤에서 나를 불러요. Und die Dame rief mich dann, als ich rausging. 야, 이 호텔은 안 되는데. Ja, dieses Hotel hier darfst du nicht übernachten. 내가 너 같은 사람을 위한 장소를 안다는. Aber ich kenne einen Ort, wo du hingehen kannst. 너 같은 사람 그렇게 이야기하는. Ja, ein Ort für solche Menschen wie dich. 기분이 별로 안 좋아요. Und ich fühlte mich nicht so gut dabei. 나 같은 사람이 뭐지? Ja, für solche Menschen wie mich? 야, 나 같은 사람이란 게 무슨 뜻이야? Und ich fragte dann, ja, was meinst du denn mit solchen Menschen wie dich? Homeless 그러는 거예요. Für solche Obdachlosen. 아, 하루 아침에 홈레스가 됐어요. Ich wurde von den einen auf den anderen Tag ein Obdachloser. 밴쿠버에 저 집이 있었거든요. Ich habe ein Haus in Vancouver. 그 밴쿠버에 제 차도 있었어요. Ich habe auch ein Auto dort. 근데 하루 아침에 홈레스가 됐어요. Aber ich wurde von den einen auf den anderen Tag ein Obdachloser. 근데 내가 물었어요. 야, 거기가 어딘데? Und ich fragte dann ja, wo ist denn dieser Ort? 아, 저기 가면 된다. Ja, du kannst dort hinten hingehen. 제가 터미널로 달려갔어. Ich bin dann dorthin gerannt.
여봐. Und ich sagte dann, Schatz, freu dich. 오늘 밤을 위한 장소를 찾았다. Ich habe einen Ort, wo wir schlafen können. 어딘데? Wo denn? 따라와. Komm mit. 갔어요. Und wir sind dorthin gelaufen. 이제 이거 한 네 배 정도 되는 큰 홀이었는데. Und das war ein Saal ungefähr der Größe, viermal die Größe von diesem Saal. 가보니까 벌써 홈레스들이 줄을 쫙 서 있더라고. Und als sie dorthin gegangen sind, war dann schon eine lange Schlange mit den Obdachlosen. 저 난생 처음 그런 데 가봤어. Und das war mein allererstes Mal, dass ich dorthin gegangen bin. 저도 제일 뒤에 가서 줄을 섰어요. Ich habe mich dann hinten in die Schlange hingestellt. 한 명씩 인터뷰를 하고 들어가요. Und einer nach dem anderen wurde interviewt und sind dann reingegangen. 그 저도 제 차례가 됐어요. Und dann kam ich an der Stelle. 그 사람이 너 어디서 왔냐? Und die Person fragte, woher kommst du? 그다음에 이제 ID를 체크하더니. Und sie haben dann meine Karte überprüft. 들어가라 그러고. Sagten, ja, du kannst reingehen. 들어가 보니까 그 이 넓은 체육관에 매트리스가 쫙 깔려 있어. Habe ich dann gesehen, dass in einer großen Sporthalle Matratzen auf dem Boden lagen. 아무데나 가서 자라는 거예요. Sie sagten, ja, du kannst dich irgendwo hinsetzen und hinlegen und schlafen. 저희들에게 샌드위치 한 개 그리고 블랭켓 하나를 줬어. Sie haben mir dann ein Sandwich und einen Decke gegeben. So eine Wolldecke. 그걸 가지고 한 매트리스에 앉았어요. Und wir haben uns mit dieser Decke dann auf eine Matratze hingesetzt. 하루 종일 아무것도 못 먹어 배가 고픈 거예요. Weil wir den ganzen Tag nichts gegessen haben, waren wir hungrig. 거기서 준 샌드위치를 먹었어요. Und wir haben den Sandwich gegessen, welches wir bekommen haben. 제 아내가 그걸 보더니 저한테 이야기를 해요. Und als meine Frau das gesehen hatte, sagte sie zu mir. 맛있냐? Schmeckt's? 맛있냐? Schmeckt es dir? 그게 넘어가냐? Kannst du das dann noch verdauen? 맛있다. Sagt, oh, das schmeckt mir. 그날 첫날 거기서 잠을 잤어요. Und wir haben am ersten Tag dort geschlafen. 하, 기가 막힌 거예요. Und ich war dann wirklich perplex. 한 달을 이렇게 보내야 돼? Müssen wir denn einen Monat so verbringen? 하나님이 반드시 도와준다 했는데. Ja, der Herr hat gesagt, dass er uns gewiss helfen wird. 이게 도와준 거야? Aber ist das denn gerade die Hilfe Gottes? 샌드위치가 도와준 거야? Ist denn dieser eine Sandwich die Hilfe Gottes? 그 다음 날 일어났어요. Dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden. 여전히 어디로 가야 될지를 몰라요. Ich wusste immer noch nicht, wohin ich hingehen sollte. 그냥 그 다운타운 시내에서 또 하루를 보냈는데. Dann habe ich in der Downtown, in der Stadt, dann wieder die Zeit verbracht. 저녁이 됐어요. Und es wurde wieder Abend. 그날은 그런 장소도 못 찾았어요. Aber an dem Abend haben wir nicht mal einen Platz gefunden. 어떻게 하지? Ich sagte, wohin soll? Was müssen wir jetzt machen? 갈 데가 없는 거예요. Wir hatten keinen Ort, wo wir hingehen konnten. 길거리에 보니까 공짜로 나누어주는 신문이 이만큼 쌓여 있더라. Und ich habe dann auf der Straße gesehen, dass sie dann kostenlos solche Haufen Zeitungen verkauften. 이만큼 신문을 들고 어느 교회 처마 밑에 자리를 잡았어. Ja, ausgeteilt haben. Und mit dieser Haufen Zeitungen sind wir dann zu einer Kirche hingegangen. 어느 교회 지붕 밑에다가 신문을 깔고. Und sie hatten dann so eine kleine Hütte nebenbei und wir haben uns dort hingelegt und die Zeitung auf den Boden gelegt. 거기서 밤을 보내기로 했어요. Und haben dann entschieden, dass sie die Nacht dort verbringen. 가방을 열어서 가지고 간 옷을 다 꺼내 입었어요. 추워가지고. Und wir haben dann die Tasche aufgemacht und haben alle Kleidung rausgenommen und sie angezogen, die wir hatten, weil es so kalt war. 그리고 그날 밤을 보내는데 거기서. Und so haben wir dann die Nacht verbracht. 난생 처음 길거리에서 밤을 보내는 거예요. Und das war mein allererstes Mal, dass ich in der Nacht nachts draußen auf der Straße die Noch 추운 거예요. Es war so kalt gewesen. 야, 잠도 안 오고요. Und ich konnte auch nicht einschlafen. 여러분, 잠을 못 자니까 밤이 너무 길어요. Und wenn sie nicht schlafen, dann ist die Nacht so lang. 여러분, 잠이 들면 뭐 밤 금방 가잖아요. Wenn man einschläft, dann vergeht ja die Nacht auf einen auf. 근데 잠이 안 드니까 이 밤이 얼마나 긴지 모르겠어요. Aber weil ich nicht schlafen gehen konnte oder weil ich nicht einschlief, war die Nacht so lang. 그래, 제 아내하고 둘이 앉아서 담에 기대 앉아가지고 하룻밤을 보냈는데. Und ich war dann zusammen mit meiner Frau, wir lehnten uns aneinander und haben die Nacht über nichts getan. 내 마음에 막 불평 원망이 일어나요. Und in meinem Herzen kam dann wirklich dieses Murren hoch. 이게 뭐야 이게? Was ist das denn? 내가 지금 뭐 하고 있는 거야? Was mache ich denn hier gerade? 아니, 이 하나 목사님이 나보고 가면 하나님 도와준다 하셨잖아. Ja, Pastor hat mir gesagt, dass der Herr mir gewiss helfen wird, wenn ich hingehe. 근데 뭐 하나님 나를 도와줘? Aber wie hilft mir denn der Herr gerade? Ich werde das nicht mehr durchziehen. 내일 되면 나 집에 갈 거야. Ja, wenn der Morgen anbricht, dann werde ich wieder nach Hause gehen. 그리고 나 이제 목사 안 해. Und ich werde nicht mehr ein Pastor sein. 불평을 했어. Und solch ein Murren kam in mir hoch. 여러분 그렇게 안 하시죠? Und ich glaube, dass sie das nicht so machen werden. 자, 하나님께 막 불평을 했어. Und ich habe dann gegen den Herrn gemurrt. 다시 나 목사 안 할 거야. Ich werde nie wieder ein Pastor werden. 하나님 도와주기는 뭘 도와줘? Was der Herr hilft mir? 그렇게 한 2시간, 3시간을 불평을 했는데. Und so habe ich 2-3 Stunden lang gegen den Herrn gemurrt. 불평도 너무 많이 하니까 지치더라고. Aber jetzt, weil ich so lange gemurrt habe, wurde ich jetzt erschöpft.
새벽 한 3시, 4시쯤 됐는데 und gegen 3, 4 Uhr morgens 새로운 생각이 내 마음에 드는 거예요. suchte ein neuer Gedanke mein Herzen auf. 하나님, 나를 좀 불쌍히 여겨주세요. Ja, Gott, barmherzige mich doch. 하나님, 나 마지막이에요. Ja, Herr, das ist meine letzte Gelegenheit. 하나님, 나 정말 마지막이에요. Ja, Herr, das ist wirklich die allerletzte Gelegenheit. 이거 아니면 나 진짜 그만해요. Ohne dies werde ich jetzt aufhören. 하나님, 박 목사님에게 가르쳐주셨던 그 믿음, 내게도 좀 가르쳐주세요. Herr, diesen Glauben, den du den Pastor Park gelehrt hast, bringe mir auch diesen mir bei. 하나님, 당신이 나와 함께하는 거 좀 보여주세요. Herr, zeig mir doch, dass du mit mir bist. 하나님, 당신이 살아계신 것 좀 보여주세요. Herr, zeig mir doch, dass du mit mir wandelst. 하나님, Herr, 내 마음이 하나님을 향해서 마음이 다시 기울어지는. Und ich konnte sehen, wie sich mein Herz gegenüber dem Gott neigte. 아침에 해가 떠요. Morgen ging die Sonne auf. 일어나서 맥도날드를 갔어요. Und wir sind aufgestanden und sind zu McDonald's gelaufen. 맥도날드는 참 좋아요. Und McDonald's ist wirklich sehr gut. 들어가면 화장실을 사용할 수 있고. Wenn man dort reingeht, kann man die Toilette benutzen. 그리고 거기 가면 프리 푸드가 있어요. Und dort gibt es kostenloses Essen. 그 밖에 보면 설탕도 있고. Und draußen gibt es ja Zucker. 그 다음에 케첩도 있고. Und dort ist auch Ketchup. 우유도 있고. Und Milch. 그 프리 푸드 몇 개 있잖아요. Es gibt ja so Dinge, die wir kostenlos essen dürfen. 화장실에 가서 세수를 하고. Wir haben in der Toilette unser Gesicht gewaschen. 그날부터 전도를 시작을 했어요. Und wir haben ab dem Tag angefangen zu missionieren. 길을 걸으면서 보이는 집마다 문을 두드렸어요. Ja, wir sind in der Straße gelaufen und haben bei jeder Wohnung angeklopft. 당신 예수님 믿습니까? Glauben Sie an Jesus? 당신 구원을 받았습니까? Oder haben Sie die Rettung bekommen? 예수님이 당신을 위해서 무슨 일을 하는지 아십니까? Ja, wissen Sie denn, was Jesus für Sie getan hat? 집마다 문을 두드렸어요. Wir haben bei jedem Haus angeklopft. 물론 아무도 안 들어줘요. Und es gab keinen einzigen, der uns zugehört hat. 들어오라는 사람도 없어요. Es gab auch keinen, der uns reingebetet hat. 대부분 관심 없다고 돌아가. Die meisten sagen kein Interesse und haben uns weggeschickt. 또 문을 두드려요. Wir haben dann wieder angeklopft. 한참 가는데. Dann sind wir so die ganze Zeit gelaufen. 어느 필리핀 사람 집이었던 것 같아요. Und ich glaube, dass es in einer Wohnung von einer philippinischen Person war. 그 사람도 관심이 없대요. Und er sagte, dass er auch kein Interesse hat. 돌아서서 나오는데 마당에 사과나무가 하나 있더라고. Und als wir dann rausgehen wollten, haben wir dann auf seinem Garten einen Apfelbaum gesehen. 사과나무에 사과가 주렁주렁 열려 있어요. Ich habe dann auf diesen Apfelbaum dann Äpfel gesehen, die dort hängen. 제가 물었어요. 이 사과 몇 개만 따가도 되냐? Ich fragte dann, ja, könnte ich einige von diesen Äpfel pflücken und essen? 너 따가고 싶은 만 따가. Er sagte dann, ja, nimm so viele mit, wie du willst. 그 사과나무에서 사과를 네 개인가를 땄어요. Und die haben ungefähr 4 Äpfel von diesem Baum gepflückt. 두 개를 제 아내를 주고 두 개를 제가 가지고. Zwei habe ich meiner Frau gegeben und zwei habe ich für mich behalten. 코너를 돌아서 사과를 먹었어요. Und wir sind um die Ecke gelaufen und haben dann die Äpfel gegessen. 제 아내가 사과 먹는 걸 제가 사진을 찍으니까. Ja, ich habe ein Bild von meiner Frau gemacht, wie sie diese Äpfel isst. 막 화를 내요. Und sie hat sich dann aufgeregt. 뭐 좋은 거라고 이걸 찍어. Ja, warum machst du jetzt ein Foto hiervon? 그래서 이것도 추억이다. Sagt ja, das sind aber trotzdem Erinnerungen. 사과를 먹었어요. Und sie hat die Äpfel gegessen. 그걸로 이제 줄인 배를 채우는 거예요. Und wir haben dann jetzt unseren Magen irgendwie dann noch aufgefüllt. 그리고 길을 가는데. Und dann sind wir weitergelaufen. 옆에 교회가 하나 보여요. Und wir haben dann nebenan eine Gemeinde gesehen. 문을 열어보니까 문이 열려요. Und als wir dann die Tür aufgemacht haben, ging die Tür auch auf. 들어가 보니까 예배를 드리고 있어요. Und wir sind dann reingelaufen und haben gesehen, dass dort Gottesdienst stattfand. 예배 드린 뒤에 가서 앉았어요. Und wir haben uns dann hinten hingesetzt. 보니까 그 메시아닉 교회였어요. Und wir sahen, ich habe dann gesehen, dass es eine messianische Kirche war. 메시아닉 교회 아세요? Haben Sie jemals von dieser messianischen Kirche gehört? 여러분, 유대인들은 예수님을 메시아로 인정하지 않잖아요. Die Juden nehmen ja den Jesus nicht als ihren Messias an. 근데 유대인들 가운데 예수님을 메시아로 인정하는 사람들이 있어요. Aber unter den Juden gibt es einige, die den Jesus als Messias ansehen. 이제 그 사람들이 모여 있는 교회를 메시아닉 교회라고 해요. Und diese Gemeinde, wo sich solche Menschen versammeln, nennt man messianische Kirche. 처음으로 메시아닉 교회가 예배 드리는 걸 제가 봤어요. Und ich habe dann zum ersten Mal gesehen, wie soll in einer messianischen Kirche Gottesdienst gefeiert wird. 야, 우리 여기 예배 드리고 가자. Ja, ich sagte dann, ja, lass uns hier hingehen und am Gottesdienst teilnehmen. 그 뒤에 앉아서 예배를 드렸어요. Wir haben uns hinten hingesetzt und haben dann zugeschaut. 예배가 끝났어요. Und der Gottesdienst war dann zu Ende. 그러니까 저희들이 그 처음 참석할 사람들이 몇 명이 저에게 왔어요. Und weil das unser erstes Mal war, sind dann einige Menschen auf uns zugekommen. 당신 누구냐? 어떻게 왔냐? Sie fragten ja, woher sind Sie denn? 아, 나 밴쿠버에서 온 목사인데 지금 전도 여행을 하고 있다. Und wie sind Sie denn auf uns gestoßen? Ich sagte dann, ich bin ein Pastor aus Vancouver und bin auf einer Missionsreise ohne Geld. 그러냐? Ah, ist das so?
우리 예배 마치고 같이 점심을 먹는데 너도 같이 먹을래? Sie sagten dann ja, wir werden jetzt nach dem Gottesdienst zusammen Mittagessen. Willst du mitessen? 제가 뭐라 그랬겠어요? Was habe ich ihnen gesagt? Why not? Warum nicht? 지하에 내려가니까. Und wir sind dann in den Keller gegangen. 점심이 쫙 차려져 있는 거예요. Da wurde das Mittagessen auf einen Tisch gut vorbereitet. 정신없이 먹었어요. Und ich habe dann wirklich ganz schnell gegessen. 너무너무 맛있었어요. Es war so lecker. 근데 한참 밥을 먹는데. Und ich habe dann für eine Weile gegessen. 옆에 한 40대, 50대 된 그 커플이 자꾸 나한테 질문을 해요. Und ich habe dann ein Ehepaar, welches so im Alter von 40, 50 Jahren war, gesehen, wie sie mir Fragen stellten. 너 누구냐? Sie fragten ja, wer bist du denn? 너 여기서 뭐 하냐? Was machst du hier? 내가 설명을 쭉 했어요. Und ich habe ihnen das irgendwie erklärt. 그리고 빨리 이거 먹어야 되는데. Und ich muss das ja schnell essen. 왜 언제 다시 먹을지 모르잖아요. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder so etwas essen kann. 자꾸 말을 시켜요. Aber sie haben mich immer wieder angesprochen. 그래서 물어요. 그럼 너 오늘 밤에 어디 가서 자냐? Und sie fragten dann, wo wirst du denn heute Abend schlafen? 나도 모르지요. Ich sagte dann, ich weiß es ja auch nicht. 내가 뭐라 그랬는지 아세요? Wissen Sie, was ich Ihnen gesagt habe? 모른다 아직. Ich weiß es noch nicht. 그러나 하나님이 준비해 주셨을 줄 믿는다. Aber ich glaube daran, dass der Herr ein Schlafwort für mich 그게, vorbereitet hat. 그게 모범 답안이래요. Das ist die Standardantwort, die wir haben. 아직은 모른다. Ja, ich weiß es noch nicht. 그러나 하나님이 준비해 주셨을 줄 믿는다. Aber ich glaube daran, dass der Herr es für mich vorbereitet hat. 아, 그래? Ah, ist das so? 그럼 너 우리 집에 갈래? Ja, willst du dann heute zu uns nach Hause kommen? 응? 너 우리 집 갈래? Willst du zu mir nach Hause kommen? 우리 집 방 많아. Ja, wir haben viele Zimmer bei uns. 방 한 10개 되는데. Wir haben ungefähr 10 Zimmer. 거기에 내 남편, 나, 고양이 한 마리 이렇게 살아. Aber in diesem Haus wohnen nur ich, mein Mann und eine Katze. 우리 집에 가자. Ja, komm zu uns nach Hause. 괜찮겠어? Wird es in Ordnung für dich sein? 가자. Ja, warum nicht? 저 뭐라 그랬겠어요? Was habe ich dann gesagt? Why not? Ja, warum nicht? 그리고 그 차를 타고 und wir sind dann bei denen ins Auto gestiegen 그 집을 갔어요. Und sind zu denen nach Hause gefahren. 그 집을 갔는데 und als sie dort bei ihnen waren 이게 제가 이제 무전전을 다닐 때 있던 모습이에요. Ja, das ist dann ein Bild von mir, wie ich dann auf der Missionsreise bin. 그 집을 갔는데 집이 이래요. Und ich war dann bei denen zu Hause und deren Haus sah so aus. 집이 3층이에요. Es war ein dreistöckiges Gebäude. 그 방이 10개가 넘어요. Und sie hatten mehr als 10 Zimmer. 가니까 한 층을 우리에게 줘요. Und als ich hinging, haben sie eine gesamte Etage uns gegeben. 방 하나를 주는 게 아니고. Sie haben nicht uns ein Zimmer gegeben. 제 꼭대기 층 한 층을 줘요. Sondern sie haben den gesamten Stockwerk also uns 거기 gegeben. 거기 방이 4개 있어요. Und dort gab es insgesamt 4 Zimmer. 침실, ein Schlafzimmer, 화장실, Toilette, 그다음에 서재, und dann ein ja, 그다음에 living room, ein also Lesezimmer und dann auch den Wohnzimmer. 이건 네 마음대로 써라. Und sie sagten, ja, ihr könnt das benutzen, wie ihr wollt. 고맙다. Ich sagte dann, Dankeschön. 그날 거기서 잤어요. Und wir haben an den Tag dort geschlafen. 아침에 일어나서 샤워를 하고 내려가니까. Als wir dann am Morgen aufgestanden sind und uns geduscht haben. Kathy, 그분 여자 이름이 Kathy였어요. Und die Frau, die Dame hieß Kathy. Kathy가 아침을 차려놨어요. Und Kathy hatte dann ein Frühstück für uns vorbereitet. 같이 아침을 먹어요. Sie sagte dann, ja, lass uns doch zusammen frühstücken. 그리고 아침을 먹으면서 캐티가 물어요. Und wir haben gefrühstückt und sie fragte dann ja, was werdet ihr jetzt machen? 너 오늘 어디 갈래? Ja, wo wollt ihr denn heute hingehen? 오늘 어디 가서 전도할 거야? Ja, wo wollt ihr denn heute hingehen, um zu missionieren? 그때는 구글이 없으니까. Und weil wir damals kein Google hatten. 지도를 펼쳤어. Haben wir dann die Karte aufgeschlagen. 그리고 오늘 여기 가서 전도하고 싶다. Haben gesagt, ich werde heute hier hingehen, um zu missionieren. 알았다. Ich sagte dann, ja, okay. 캐티가 점심 도시락을 싸줘요. Und Kathy hat dann für uns ein Mittag Brot vorbereitet. 그리고 커피 사 먹으러 커피값도 줘요. Und hat uns auch Geld gegeben, damit wir Kaffee kaufen können. 그리고 거기에 우리를 태워다 줘요. Und hat uns dann auch dorthin gefahren. 하루 종일 그 동네에서 전도를 해요. Und wir haben den ganzen Tag in dieser Stadt missioniert. 저녁 때쯤 되면 전화가 와요. Und gegen Abend haben wir dann einen Anruf bekommen. 너 어디 있냐? Sie fragte dann, ja, wo bist du? 아, 우리 여기 있다. Ah, ich bin hier. 기다려라. Warte dort. 우리를 와서 픽업을 해가요. Sie kam dann zu uns, um uns abzuholen. 집에 가면 저녁이 쫙 차려져 있어. Und wenn wir dann zu ihr nach Hause fuhren, hat sie dann wieder Abend für uns vorbereitet. 저녁을 먹고 나면 und nach dem Abendessen 같이 예배를 드려요. Haben wir zusammen Gottesdienst gefeiert. 같이 예배를 드려요. Wir haben zusammen Gottesdienst gefeiert. 같이 찬송을 부르고 wir haben zusammen Lieder gesungen. 내가 말씀을 전하고 ich habe ihnen das Wort verkündet.
제가 이 캐티하고 그 남편하고 이야기를 해 보니까 Und als ich dann mit der Kathy und mit ihrem Mann gesprochen habe, 이분들이 교회는 다니고 있었지만 Sie gingen zwar zur Gemeinde, 그 구원에 대한 확신이 없는 거예요. Aber sie hatten nicht diese Zuversicht der Rettung in ihren Herzen. 제가 다시 예수님에 대해서 설명을 했어요. Und ich habe ihnen wieder über Jesus erklärt. 구원의 확신에 대해서 제가 설명을 했어요. Und ich habe über die Zuversicht der Rettung gesprochen. 한 3일을 이렇게 보냈는데 Und so haben wir 3 Tage dort verbracht. 그날 캐티 부부가 구원에 대한 확신을 하는 거예요. Am 3. Tag haben sie dann die Zuversicht der Rettung in ihren Herzen angenommen. 너무너무 기뻐하는 거예요. Und sie waren so überaus glücklich. 너무너무 기뻐하는 거예요. Ja, sie waren so glücklich gewesen. 제 아내가 더 기뻐하는 것 같네. Ich glaube, dass meine Frau noch glücklicher ist. 너무너무 즐거운 시간을 보냈어요. Es war wirklich eine sehr glückliche Zeit, die wir verbracht haben. 제가 한 일주일을 이 집에서 보냈는데요. Und ich habe eine Woche lang bei denen übernachtet. 내 마음에 야 이렇게 계속 있다가 내가 타락하겠다 싶은 생각이 들었어요. Aber ich habe dann das Herz bekommen, dass wenn ich hier weiter bleibe, dass mein Herz korrupt wird. 이 집을 떠나야 되겠다. Ich sollte dieses Haus verlassen. 캐티에게 이야기를 했어요. Und ich sagte dann zu Kathy, 야 내일은 아침에 우리 이 집을 나갈 거야. Ja, morgen werden wir dieses Haus verlassen. 왜? Warum? 뭐 불편해? Ist etwas unbequem? 아니야, 그런 건 없어. Nein, das ist es nicht. 너무 완벽해. Es ist zu perfekt. 그게 문제야. Genau, das ist das Problem. 하나님 나보고 딴 데 가라고 하시는 것 같아. Ich glaube, dass der Herr mir sagt, dass ich an einen anderen Ort gehen soll. 아, 있어. Nein, bleib hier. 야, 너 한 달 동안 여기 있을 거라 그랬잖아. Du hast gesagt, dass du für einen Monat hier bleiben wirst. 한 달 동안 여기 있어도 해. Du kannst hier einen Monat bleiben. 야, 이렇게 방도 많고 먹을 것도 많고. Ja, wir haben so viele Zimmer und so viel zu essen. 그냥 같이 있어. Ja, verweil einfach mit uns. 야, 캐티야, 너무 고마운데. Ich sagte, Kathy, ich danke dir so sehr. 나 딴 데 가야 될 것 같아. Aber ich glaube, dass ich an einen anderen Ort gehen muss. 정말 갈 거야? Willst du wirklich gehen? 갈 거야. Ich sagte, ja. 그럼 잠깐만 기다려. Dann warte hier. 자기 방으로 들어갔어요. Und sie ging in ihr Zimmer rein. 나오는데 이런 플라스틱백에 플라스틱백을 하나 들고 나와요. Und sie kam dann mit einer Plastiktasche raus. 그 안에 돈이 이만큼 들어 있어. Und dort drin war dann so viel Geld drinne. 짤랑짤랑 소리가 나요. Und ich habe dann dieses Klimpern gehört. 야, 너 갈 거면 이거 가지고 가. Sie sagte, wenn du gehen willst, dann nimm das mit. 싫어. Ich sagte dann nein. 야, 내가 너한테 왜 돈을 받아? Warum sollte ich Geld von dir annehmen? 너 나한테 이미 많이 줬어. Du hast mir schon zu viel gegeben. 나 나한테 돈 받기 싫어. Ich möchte kein Geld von dir haben. 야, 오 목사 가져가. Ja, Pastor O, nimm das mit. 너 이거 가져가야 돼. Ja, du musst das mitnehmen. 어, 왜 내가 그걸 가져가야 돼? Warum muss ich das denn mitnehmen? 이건 네 돈이야. Das ist dein Geld. 네 돈이라는 거야. Das ist dein Geld, sagte sie zu mir. 야, 그게 왜 내 돈이야? Warum ist das denn mein Geld? 그게 네 돈이지 왜 내 돈이야? Ja, das ist dein Geld. Warum ist es denn mein Geld? 아니야, 이거 네 돈이야. Nein, das ist dein Geld, sagte sie. 왜 내 돈인지 설명을 해봐. Und sie hat ich sagte dann, erklär mir doch, warum es mein Geld ist. 야, 오 목사 들어봐. Pastor O, hör mir zu. 이 주변에 나이가 많은 사람들이 많이 있어. Ja, in dieser Umgebung gibt es ältere Herren. 그 사람들은 몸도 불편하고 나이도 많아서 교회를 잘 못 가. Ja, es gibt viele Senioren und sie können nicht zur Gemeinde gehen, weil sie nicht in einem guten Zustand sind. 그럼 그 사람들이 일요일마다 내게 헌금을 했어. Deshalb haben sie dann jeden Sonntag mir gespendet. 헌금을 하면서 내게 부탁을 했어. Und während sie mir spendeten, sagten sie mir dann, 캐티, 이 돈을 모아서 이 도시에 복음을 위해서 써라. Und sie sagten dann zu mir, ja, Kathy, sammel dieses Geld und benutze es, damit das Evangelium hier in der Stadt verkündet wird. 복음을 위해서 이 돈을 모았어. Und ich habe für das Evangelium dieses Geld gesammelt. Ja, 근데 네가 이 도시에 복음을 전하기 위해서 왔잖아. Aber du bist jetzt in dieser Stadt gekommen, um das Evangelium zu verkünden. 그럼 이건 네 돈이잖아. Dann ist das dein Geld. 그럼 누구 돈이에요? Wem gehört dann das Geld? 오, 내 돈이네. Oh, das ist mein Geld. 아이고, 몰랐네. Ah, ich wusste das nicht. 빨리 내놔. Ja, gib das schnell her. 빨리 내놔. Ja, gib es mir. 그 돈을 받았어. Und ich habe das Geld angenommen. 그 돈 1달러, 2달러 이런 동전으로 채워져 있었어. Und es war ein Beutel gewesen mit 1 und 2 Dollar. 제가 그 돈을 딱 잡는데. Und als ich das Geld angenommen habe, 이게 얼마인지 알았어요. Wusste ich schon, wie viel das war. 내가 헤아려 보지 않았지만. Ich habe es nicht mir ich habe es nicht gezählt. 얼마인지 알았어요. Aber ich wusste schon, wie viel das war. 왜냐면 하나님은 내가 얼마 필요하다는 걸 아시거든. Denn der Herr weiß, wie viel Geld ich brauche. 내가 돌아가는 표를 살려면 Wenn ich einen Ticket zurückkaufen möchte. 300달러가 필요했어요. Brauche ich ungefähr 300 Dollar. 이거 300달러다. Das sind 300 Dollar. 그 돈을 가지고
Ja, dieses Geld hat der Herr mir gegeben. 얼른 제 방에 들어갔어. Und ich bin dann in mein Zimmer schnell zurückgelaufen. 돈을 막 내 아내와 같이 헤아렸어. Habe dann mit meiner Frau angefangen zu zählen. 290 몇 달러였어. Das waren 290 noch was. 제가 그 돈을 받았는데. Und als ich das Geld gesehen habe, 막 내 마음이 감당이 안 돼요. Konnte ich das einfach nicht im Herzen so annehmen. 만약 그 돈이 100달러짜리 석장이었으면 별로 감동스럽지 않았을 거예요. Ja, wenn das einfach 300 Scheine wären, hätte es nicht so mein Herz berührt. 언제부터인지는 모르겠지만. Ich weiß es nicht von wann. 하나님은 내가 그곳에 올 것을 아셨어요. Aber der Herr wusste, dass ich an diesen Ort hingehen werde. 언제부터인지 모르겠지만. Ich weiß zwar nicht von wann. 하나님은 내가 얼마 필요한지를 아셨어요. Aber der Herr wusste genau, wie viel ich brauchte. 1달러, 2달러 작은 작은 돈들을 모아서. Indem er wirklich 1 Dollar, 2 Dollar so klein wie möglich, klein das Geld gesammelt hat. 그 돈을 하나님이 제게 주신 거예요. Der Herr hat dieses ganze kleine Geld gesammelt und mir gegeben. 여러분, 지금 하나님은 나오미의 인생에 터닝 포인트를 주고 계세요. Und der Herr möchte in dem Leben von der Naomi einen Wendepunkt geben. 여러분, 나오미 인생의 터닝 포인트는 무엇이었습니까? Und was ist denn der Wendepunkt in dem Leben von der Naomi? 남편 죽고 두 아들 죽고 그 나오미. Ja, diese Naomi, wo ihr Mann und ihre zwei Söhne gestorben sind. 여러분, 그 나오미 인생의 터닝 포인트는 무엇이었습니까? Ja, was war wohl der Wendepunkt in dem Leben von der Naomi gewesen? 자, 내가 이제부터 더 열심히 일해야 되겠다. Ja, ich muss jetzt von jetzt an noch fleißiger arbeiten. 내가 이제부터 더 성실하게 일해야 되겠다. Ich sollte jetzt noch aufrichtiger arbeiten. 여러분, 그게 나오미 인생의 터닝 포인트입니까? Ist das ein Wendepunkt von den, in dem Leben von der 아닙니다. Naomi gewesen? Nein, das war es nicht. 나오미는 일어났습니다. Naomi ist aufgestanden. 모압에서 일어났고 Sie ist in Moab aufgestanden. 베들레헴으로 돌아갔습니다. Und ist wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. 하나님은 내 삶에도 터닝 포인트를 주셨습니다. Und der Herr hat auch in meinem Leben einen Wendepunkt gegeben. 내 마음 안에 In meinem Herzen. 하나님의 하나님을 바라보고 Hat der Herr mir eine Gelegenheit gegeben, dass ich auf den Herrn 내 마음 안에 하나님의 말씀을 의지하고 Und dass ich in meinem Herzen nur auf sein Wort vertraue. 하나님의 말씀대로 움직일 수 있는 So dass ich nur nach seinem Wort mich bewege. 여러분 보세요. 저는 그날 그때 그런 거 하고 싶지 않았어요. Ja, an dem Tag wollte ich so etwas nicht machen. 만약 내가 결정할 수 있었다면 Ja, wäre es meine Entscheidung gewesen. 저는 안 했을 거예요. Hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. 자, 근데 Aber 그날 막 목사님이 박 목사님이 Pastor Park 저에게 이야기를 하시고 sprach zu mir 자 내가 그걸 받아들였고 und ich habe das angenommen 그것에 의해서 내가 움직이기를 시작한 거예요. Und von dem Gefühl fing ich an zu laufen. 여러분 이 시대의 베들레헴은 어디입니까? Ja, wo ist denn dieses Bethlehem dieser Generation? 여러분 베들레헴은 하나님의 약속이 있는 곳입니다. Ja, Bethlehem war ein Ort, wo das Versprechen Gottes war. 메시아에 대한 약속이 있는 곳입니다. Ja, wo das Versprechen gegenüber dem Messias war. 유대 땅 베들레헴아. Ja, Land Judäa. 너는 이스라엘 중에 가장 작지 아니하다. Ja, du bist nicht das kleinste Land in Israel. 자, 내게 산 다스리는 자가 나올 것이다. Sondern aus dir wird ein Anführer kommen, Führer kommen. 자, 베들레헴은 메시아에 대한 약속이 있는 장소입니다. Ja, Bethlehem war ein Ort gewesen, welches ein Versprechen für den Messias bekommen hat. 나오미는 모든 것을 다 잃어버렸지만. Ja, Naomi hat zwar alles verloren. 그는 일어나서. Aber sie ist aufgestanden. 하나님의 약속으로 돌아왔다는 겁니다. Und ist zu diesem Versprechen Gottes wieder zurückgekehrt. 말씀을 믿는 곳으로 돌아왔다는 것입니다. Sie ist an diesen Wort zurückgekehrt, wo sie an den Herrn glauben konnte. 그때부터 나오미의 삶이 변하기를 시작하는 거예요. Und von dem Punkt an veränderte sich das Leben von der Naomi. 오늘 이 시간에 하나님이 여러분과 나에게 하시고 싶은 일이 있습니다. Und es gibt etwas, das der Herr in dieser Zeit zu Ihnen und mir sagen möchte. 여러분이 지금 어떤 형편 가운데 있습니까? Ja, in was für einer Situation befinden Sie sich denn? 저는 잘 모릅니다. Ich weiß es nicht genau. 여러분에게 어떤 어려움이 있습니까? Ja, was für Schwierigkeiten durchlaufen Sie denn? 저 잘 모릅니다. Das weiß ich auch nicht genau. 그러나 하나님은 먼저 우리들의 마음을 하나님의 말씀으로 약속으로 옮기기를 원하십니다. Aber der Herr möchte unsere Herzen zu seinem Wort führen. 아멘. 아멘. 먼저 여러분들의 마음과 생각을 하나님의 약속과 하나님의 말씀으로 옮기기를 원하십니다. Ja, er möchte erstmal, dass unsere Herzen zu seinem Versprechen, zu seinem Wort hingehen. Und das ist das Bethlehem dieser Generation. 제가
이번 시간은 이 정도로 하고요. Und ich werde jetzt in dieser Stunde nur bis hierhin. 오늘 저녁에 이 베들레헴에 대해서 좀 더 구체적으로 제가 설명. Und heute Abend etwas detaillierter über Bethlehem sprechen. 제가 이야기 계속하면 너무 시간이 길어질 거예요. Denn wenn ich jetzt weiter spreche, wird es jetzt zu lang. 오늘 저녁 세션 때 이 베들레헴이 무엇인지에 대해서 제가 조금 더 구체적으로 계속 설명을 드리도록 하겠습니다. Deshalb werde ich dann heute Abend etwas detaillierter über Bethlehem dann. 기도하겠습니다. Lass uns zusammen beten. 하나님 아버지 감사합니다. Gott Vater, wir danken dir. 나오미는 모든 것을 잃었습니다. Ja, Naomi hat wirklich alles verloren. 그러나 그가 베들레헴에 돌아온 순간, aber als sie wieder nach Bethlehem zurückkehrte, 하나님 당신의 은혜로 모든 것을 다시 얻었고 복을 얻었습니다. Ja, konnte sie durch deine Gnade alles wieder zurückerlangen. 하나님 이 시대 베들레헴은 하나님의 약속과 말씀인 것을 믿습니다. Herr, wir glauben daran, dass das Bethlehem dieser Generation dein aus deinen Versprechen. 하나님 우리의 마음이 하나님의 말씀과 약속으로 먼저 돌아올 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Ja, bitte führe unser Herzen so, dass unser Herz erstmal zu deinem Wort wieder zurückkehrt. 이 자리에 있는 우리 모두를 축복하시옵소서. Und bitte segne alle Menschen hier an Ort. 정말 당신만을 향하고 당신만을 믿을 수 있도록 이끌어 주시옵소서. So dass sie ein Leben führen, wo du nur alleine ihr Leben ziehst. 오늘 우리에게 시간을 주셔서 감사합니다. Ich danke dir für diese Zeit. 예수님 이름으로 기도하였습니다. Und im Namen Jesus Christus habe ich gebetet. 아멘. 아멘. 감사합니다. Vielen Dank.